Hi, mein Name ist Louis Fink und ich mache meine 3,5-jährige Ausbildung als Industriemechaniker bei der Brauerei Feltitz. Ich bin im 3. Lehrjahr und verkürze meine Ausbildung, sodass ich im 1/2 Jahr fertig bin. Bei der Brauerei Feltitz werden über 700 Mitarbeiter beschäftigt, wobei wir davon zu 33 Auszubildenden in über 10 Ausbildungsberufen sind. Im 1. Lehrjahr sind wir für über ein halbes Jahr in der Lehrwerkstatt in Neheim-Herdringen. Dort lernen wir die Grundfertigkeiten der Metalltechnik. Danach kommen wir in die Brauerei zurück und erlernen viele weitere Sachen wie Reparieren von Pumpen, Schweißen, Flexen, Bauen von Gestellen oder Ausmessen von Treppen. Nach dem 1/2 Jahr in der Lehrwerkstatt kommen wir zurück in die Brauerei, wo wir dann verschiedene Tätigkeiten übernehmen. Wir reparieren Pumpen, wir entwerfen Ersatzteile, die wir vorher selber ausmessen und wir dürfen auch große Stahlbauarbeiten machen. In den Stahlbauarbeiten zum Beispiel darf ich jetzt ein Geländer bauen, wo wir das Aufmaß selber gemacht haben, von der Fertigung über Schweißen bis hin zum Sägen und hinterher zur Montage betreue ich das komplette Projekt. In meiner Abteilung und meinem Ausbildungsberuf als Industriemechaniker gefällt mir besonders gut, dass ich meine Ersatzteile selber herstellen kann, dass wir viel zersparen, aber auch viel reparieren von Pumpen und Co. oder auch den Stahlbau selber machen. Bei meiner Ausbildung bei Feltitz gefällt mir im Allgemeinen besonders gut, dass wir einige Projekte mitmachen durften, wie zum Beispiel das Energiescouts-Projekt oder letztes Jahr eine 2-tägige Azubi-Fahrt nach Düsseldorf hatten, mit Abschluss auf Schalke in der Feltitz Arena, wo wir eine Besichtigung bekommen haben. Aktuell muss ich einmal die Woche zur Berufsschule Meschede und nach meiner Ausbildung mache ich mit der Brauerei Feltitz zusammen ein duales Maschinenbaustudium an der Fachhochschule in Soest. Wenn dich mein Ausbildungsberuf interessiert hat, dann besuch doch einfach unsere Homepage und bewirb dich. Wir freuen uns auf dich.